Hallo und willkommen zum neuen Vlog. Ich möchte euch dieses Wochenende ein bisschen mitnehmen. Ich habe nämlich jetzt schon total Muskelkater. Was ich euch in den nächsten Minuten zeige, ist eigentlich das, was wir gestern gemacht haben. Wir haben nämlich gestern den Balkon fertig gemacht, die Hochbeete fertig gemacht und bepflanzt. Alles, was ich alleine machen konnte, ohne den schweren Sack Erde zu heben, habe ich ja vorher schon gemacht und euch ein bisschen gezeigt. Aber jetzt haben wir wirklich den Balkon vorbereitet, die Hochbeete vorbereitet, alles, was vorgezogen ist, reingepflanzt. Und mein Freund hatte uns noch überrascht und war im Baumarkt und hat dort noch Setzlinge gekauft für Wirsing. Ich mag Wirsingkohl super, super gerne. Und ich habe noch nie irgendwie Kohlköpfe selber angebaut. Und wir testen das dieses Jahr mal. Ihr seht also jetzt gleich im nächsten Schnipsel, wie wir den Balkon vorbereitet haben. Ich denke mal, exemplarisch in einem Hochbeet habe ich euch bei jedem Step so ein bisschen mitgenommen. Bei den anderen zeige ich euch einfach nur das Vorher-Nachher-Bild. Und ja, ich habe Muskelkater. Wir waren nämlich gestern Morgen im Fitnessstudio und gestern Nachmittag haben wir dann für gut 2 Stunden auf dem Balkon tatsächlich gearbeitet und die ganzen Pflanzen und Kübel vorbereitet. Und das merken wir doch jetzt ziemlich. Also ich zumindest, ich habe Muskelkater. Aber gut, ich wünsche euch viel Spaß mit den Eindrücken vom Balkon und ich möchte in diesem Video auch noch über diese beiden Dinge mit euch reden. Ich habe weitergelesen in Jin Yong, die Legende der Adlerkrieger und in Paranormal Consultant Band 3. Da bin ich noch nicht so weit, aber ich finde den Fall, der hier angespielt wird, der hier angefangen wird in diesem Band, bisher wirklich am interessantesten. Also hier geht es wirklich in das Thema Mystery und das macht mir großen Spaß. Also ich finde den Manga hier, Band 3, bisher besonders gut und wirklich besonders ansprechend. Deswegen will ich den einmal hervorheben. Und bei Die Legende der Adlerkrieger seht ihr, so weit sind Fabienne und ich jetzt schon. Also wir sind noch nicht ganz bei der Hälfte, aber wir haben doch schon einiges aus dem Buch jetzt gelesen. Und ich bin drin in der Geschichte. Es geht so ein bisschen anders voran, als ich das erwartet hatte tatsächlich. Es ist immer noch nicht wirklich emotional geschrieben, also es ist immer noch sehr berichthaft geschrieben, berichthaft erzählt und dann passierte dies und dann passierte jenes und dann war die Person sehr traurig, aber ich spüre halt nicht, dass diese Person traurig war, sondern es steht da einfach nur und das ist für den Zugang zur Geschichte recht schwer und das führt dazu, dass ich das Buch nicht schnell lesen kann. Also ich lese da immer mal ein paar Seiten drin, lege das Buch dann wieder zur Seite und wieder weg, lese dann wieder ein paar Seiten drin und lege es dann wieder zur Seite und dann weg. Dadurch komme ich nicht so schnell voran wie in anderen High-Fantasy-Geschichten, aber von der Geschichte selber gefällt es mir wirklich sehr gut und es nimmt auch wirklich Fahrt auf und es ist eine sehr actionreiche Geschichte. Also es gab schon mehrfach irgendwelche Kampfszenen, wo ich mir gedacht habe, warum kämpft ihr jetzt miteinander? Ihr könnt auch einfach miteinander reden. Aber offenbar wollen die Kämpfer nicht miteinander reden, sondern lieber miteinander kämpfen. Ja, und so verläuft diese Geschichte. Wir werden heute frühstücken gehen. Wir sind jetzt zum Brunchen verabredet. Das heißt, ich werde jetzt mit meinem knurrenden Bauch mich auf den Weg machen. Ich habe nämlich auch schon echt Hunger, muss ich gestehen. Und dann werden wir wahrscheinlich brunchen gehen. Wir haben leider keinen Tisch reserviert, aber wir gucken mal. Wir sind guter Dinge, dass wir einen Platz bekommen. Und dann werde ich heute im Laufe des Tages noch ein bisschen Videos drehen. Ich weiß nicht, ob und wie ich euch da irgendwie mitnehmen soll, weil das, ich weiß nicht, das macht nicht wirklich Sinn, denke ich. Aber ich werde heute noch Videos drehen und zwar die Manga-Neuzugänge und einen ersten Teil von meinem XL-Unhaul-Video. Freut euch also darauf und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Vlog.
But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt jetzt gesehen, wie unser Balkon im Moment aussieht. Das war ein ganz schönes Stückchen Arbeit, aber es hat großen Spaß gemacht. Und wir haben jetzt mittlerweile schon Dienstag. Das heißt, die Pflänzchen sind schon ein paar Tage so. Sie lassen alle nicht die Köpfe hängen. Also von daher gehe ich davon aus, dass sie sich auch gut in die Beete setzen werden. Ich nehme euch den Sommer über immer mal wieder ein bisschen mit, aber so intensiv werde ich jetzt hier erstmal nichts mehr auf dem Balkon machen. Ich hoffe aber, ihr hattet Spaß damit. Bei mir ist es jetzt, wie gesagt, Dienstag und ich habe echt Kopfschmerzen. Also ich bin schon mit Kopfschmerzen aufgewacht heute Morgen und ja, ich weiß auch nicht wirklich, woher es kommt, woran es liegt. Ich versuche immer schon so die Schultern zu kreisen oder ja, den Nacken irgendwie zu entspannen, aber naja, so wirklich helfen wird das wahrscheinlich auch nicht. Da muss ich dann eben jetzt heute durch. Ich werde jetzt gleich zur Arbeit fahren und gestern Abend habe ich nichts mehr gelesen. Also ich kann euch jetzt nicht irgendwie etwas zu einem Buch erzählen. Ich habe nämlich gestern Abend Video geschnitten und zwar die Manga-Neuzugänge. Ich habe nämlich neue Manga gekauft und ihr werdet die dann natürlich in einem Video jetzt bald sehen. Freut euch also auf die Manga-Neuzugänge. Mir hat es auf jeden Fall ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ich mag ja die Manga im Moment wirklich, wirklich sehr.
und deswegen dürft ihr darauf auch gespannt sein. Für mich stehen gerade die Vorbereitungen zur Leipziger Buchmesse an. Ich persönlich war ja noch nie auf der Buchmesse, weder in Leipzig noch in Frankfurt, und habe das immer nur so mitverfolgt von Bekannten oder über Vlog-Videos von den Buchmessen. Ich war selbst aber noch nie da. Ich war eher hier so auf 2, 3 kleineren Conventions hier in der Region. Aber so eine wirklich große Buchmesse habe ich noch nicht mitgemacht. Deswegen bin ich schon so ein bisschen aufgeregt, wie das Ganze sein wird. Ich freue mich aber riesig. Ich weiß schon, dass ich ein paar Leute treffen werde wohl. Aber ich habe mich jetzt bisher mit niemandem fest verabredet. Mal gucken, vielleicht kommt das diese Woche noch. Wir werden nämlich Freitag und Samstag auf der Messe sein und am Sonntag dann wieder nach Hause fahren. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Messe, und wenn ihr schon mal da wart, dann schreibt mir doch gerne mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Das würde mich mal wahnsinnig interessieren, ob ihr auch schon mal als Messebesucher nach Leipzig oder Frankfurt gefahren seid.